So, und damit willkommen zurück. Und wie versprochen, schauen wir uns jetzt hier oben mal. Das ist eine Zeitlupe, das ist irgendwie Quatsch. Wir nehmen mal Mr. Krabs wieder mit. Die Waffe, ja gut. Nehmen Sie es mal auf. Die Charaktere, ich weiß noch nicht so richtig. Vielleicht haben die bestimmte Vorteile. Wir spielen mal weiter auf leicht. Vielleicht fangen wir hinterher nochmal auf Bro an. Okay, ich denke, ich kann es hier rausschmeißen. Schauen wir uns mal kurz den Hintergrund an. Das hat was von der König der Löwen. Schau mal. Die Herde Zebras da unten. Ist das nicht ein wenig zu hoch über den Boden? Was? Nein, das passt schon. Okay, dann springe ich raus. Ah, was ist denn das? Ein Donut und ein Hamburger? Was ist das denn? Was kommt da? Zwei Donuts und was ist denn das Sandwich? Ist das? Jetzt können wir mal gucken. Jetzt gucken wir, was da noch kommt. Nochmal eine Zebraherde. Puh, das war ein ziemlich großer Sprung. Guck dir mal, die Zunge hängt dem Nashorn aus und raus. Wie gut, dass es in diesem Spiel keinen Fallschaden gibt. Na, ganz geil. Okay, doch, gibt Fallschaden. Ah, das war's schon. Scheiße, das Ach so, doch, es war dumm. So, jetzt gucken wir doch mal. Achtung. Ui, ist aber eng. Oh, ach so geht das ganz. Ganz easy. Oh, das war bitter. Da kommt ein weiteres Nashorn. Komm wieder oben und unten. Oh Mist, jetzt habe ich gerade hin auf den Donut geguckt. Wenn der da wieder an hier nach oben kommt. Was zur Hölle ist das? Guck mal, was machen denn gleich diese beiden Nasen? Jetzt hüpfen wir mal auf das nach vorne. Ha! Mist! Haha! Wie gut das geklappt hat jetzt. Oh, scheiße, können wir bitte ein bisschen näher ran? Hallo! Klappt das vielleicht so? Okay. Was ist denn das da? Lierne Beine? Das ist eine Frau. Das ist ein Frauennashorn. Leute, ehrlich. Die hat so einen Lippenstift. Was haben die sich da... Was ist denn das? Ah, was ist denn das? Ah! Kommen wir noch nicht hin. Wir brauchen mehr Speed. Jetzt aber. So. Oh, diese Fässer gehen mir so auf den Piss. Aber der Mr. Scrap lädt sich ja wieder auf. Toll. Ducken war jetzt hier für den Arsch. Ich würde das ja gerne mal auf Bro sehen, wie das dann läuft. Dieses Level? Scheiße, das geht so nicht. Das ist Ziel. Och, Alter, ist ernsthaft? Das darf so nicht wahr sein. Jetzt aber schnell los. Jawohl, haben wir es geschafft. Eiskalt. Ich würde dieses Level jetzt gerne nochmal auf Bro versuchen. Jetzt machen wir es auch mal. Warte mal. Bevor wir uns das nächste Level angucken, machen wir mal hier auf Schwierigkeitsgrad Bro. Jetzt will ich mal sehen, was da den Unterschied macht. Ich habe noch nie ein Level auf Bro gespielt. Wir gucken uns das wenigstens mal ein Stück an. Fallschaden gibt's nicht. Bum bum. Okay, das war ein ziemlich großer Sprung. Okay, haben wir geschafft. Jetzt bin ich gespannt. Was passiert hier, wenn das auf Bro spielt? Okay, das war dumm.
Nein! Runtergefallen. Jetzt muss ich in der Steuerung noch ein bisschen. Da hinten ist wieder der Donut am Start. Eine Ente kommt hier geflogen, einfach mal so. Das war Quark. Okay, hier kommen also Enten dazu. Wir brauchen Mr. Scraps, dafür haben wir ihn. Okay, jetzt kommen ja Enten dazu. Die machen uns das Leben ein bisschen schwerer. Was ist jetzt passiert? Okay, also ich weiß jetzt nicht, was passiert, aber warum das jetzt den Hund getroffen hat. Okay, wir haben es mal probiert. So. Gehen wir einfach mal in das nächste Level. Und wir spielen wieder auf leicht. Ach so, jetzt können wir wieder normal laufen. Hurricane rief an, wir brauchen deine Hilfe. Wir können dich gut bezahlen. Falcon Lover. Contract akzeptiert. Vertrag akzeptiert. Falcon Lover. Oh. Was ist das jetzt bitte? Eine Riesengiraffe. Ich wette, ich muss auf deren Kopf springen, statt auf das Gewehr. Kurz überlegen wir mal kurz, bitte. Nochmal. Jawohl, da haben wir es mal getroffen, auf dem Kopf. Ich wusste auch, das hat das mit dem Kopf zu tun. Erstmal gar nicht so schwer im Moment, wie es aussieht. Mr. Scraps können sich da aufladen eigentlich. So, komm mal her. Oh, jetzt sitzt sie da hinten. Wir haben Zeit, nur keine Hektik machen. Okay. Scheiße. Ach, guck mal, jetzt verstehe ich das. Wir haben nur noch zwei Herzen. Jetzt haben wir nur noch ein Herz. Wir haben nur noch zwei Herzen, aber wir haben keine Hunde mehr. Da hat es uns zerlegt. Erfolg freigeschaltet. Das Spiel ist echt schwer. Okay. Das Spiel ist schwer, kannten wir ja schon. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen an den Start gehen, relativ unproblematisch, das gleich... dem immer hinterher hüpfen, dann schaffen wir das auch. Pass mal auf. Nehmen wir den Scraps gleich mal mit. Jetzt hören wir uns gleich das Pferd, die Giraffe noch. So. Einen verträgt sie, glaube ich, noch. So. Beruhig dich. Jawoll. I'm sorry. Ich will auch nur Aufmerksamkeit. Um mich wieder gut zu machen, sage ich dir, wie du zu der Basis kommst. Download diese App und ruf sie an. UFO. Pete's Meat. Eine App? Wirklich? Eine Smartphone-App? UFO Go? UFO Go! Erfolg freigeschaltet. 360 No-Scope schlechter. Okay, das Basis. Das Basis muss im Himmel sein. Oh, alles klar. Wir haben uns hingebeamt. Okay, mit diesem Schiff sollten wir zu ihrer Basis kommen. Ich muss nur noch den Weg rausfinden. Okay, hier haben wir dieses Teil, was bei den Musiknoten auch so aussah. Yasina hat folgendes geantwortet. Hallo, herzlich willkommen im Video. Yasina? Oh Mann, hallo. So, alles klar.
Nein! Was ist denn das hier? Aha. Oh, hallo, hörst du mal? Hallo! Hallo, schön! Ja, ja! Gehen wir mal hier oben rein, das ist ein Alien. Was ist denn das da? Und was ist denn das bitte? Alter, was gibt's ja gar nicht. Was haben sie denn jetzt hier ausgepackt? So, haben wir erstmal einen Alien kaputt gemacht. Ja, dann müssen wir das Crabs nutzen. Das soll jetzt ja wieder aufladen. Hopp. Hüpf du mal, hüpf doch mal! Beauty, 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 Beauty! Beauty! Schnell! Oh nein! Ein Frauenfass? Alter, ist die Matruschka wieder? Das kriegt man auch nicht kaputt, oder? Oh, Junge! Oh! Oh, was zur Hölle! Oh, Junge, Alter, das da. Oh, hallo. Toll. Der erste Hund ist schon mal weg. Wir haben einen Creator Flicken erhalten. Zweiter Hund. Hat's nicht geschafft. So, aber da ist ein super geiler. Bist schon. Komm, das war klar. Oh ja, ach ja, wir haben alle Gesundheitsherzen. Durch die vielen Herzen, die wir haben, können wir hier nahezu bedenkenlos einfach durchrennen. Ich dachte jetzt eigentlich, es kommt mal wieder. Ach, super. Checkpoint, so war das Wort, was ich gesucht hatte. So. Nein! Oh, Junge, 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 Junge. Hoi, so. Da haben wir es. Erstmal das, dann das. Das, dann das. Das. Ach komm, die Steuerung. Das probieren wir jetzt aber auf jeden Fall mal aus. Wir machen jetzt mal optional Steuerung. Wir machen jetzt mal das hier unten. Ich möchte es einfach mal wissen. Ducken, alles klar. Och. Okay, treffe ich die Knöpfe gar nicht. Aber so, jetzt läuft der erstmal nicht ganz so weit. Okay, ich glaube, es macht sich ein Ticken besser. So. Aber man will das natürlich trotzdem ziehen. So, wie kommen wir denn das da hoch? Dieses wollte ich wieder ziehen. So, was haben wir jetzt hier? Tun wir uns weh. Jawohl, Checkpoint! Guck mal hier, da haben wir doch German Let's Plays. Cry! Cryotic. Cryo. Cryotic. Pewds! So, wir machen erstmal eine Aufnahmepause und schauen uns in der nächsten Folge an, was Cryotic von uns will oder was er uns helfen kann. Danke fürs Zuschauen. Ich sage bis zur nächsten Folge. Mach's gut und tschüss!